Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic Teil 7. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Die letzte Folge hat ja ziemlich blöd aufgehört. Wir hatten einen Absturz, nachdem wir Steinstadt betreten wollten. Ein Glück war der letzte Speicherstand relativ nah. Da war mal, ich glaube, gerade da vorne gewesen bei dieser Säule. Und das war es gewesen. So, ich habe Steinstadt schon mal betreten. Das hat geklappt. Und die erste Minute habe ich auch gemacht. Dann habe ich gemerkt, dass ich vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken. Das heißt, die erste Sache weiß ich schon, was passiert. Steinstadt ist eine der großen Bastionen der Zwergenrasse in unserer Welt. Das Haupttor sieht sehr sicher aus. So, wir gehen jetzt ganz kurz nochmal hin und heilen dich hier. So. Der redet leider nicht mit uns, ist einfach nur eine Wache. Und hier haben wir eine Truhe auch wieder mit einer gefährlichen Falle versehen, die wir noch nicht lösen können. Das spürt man kaum. Aber wir können es überleben. Das große Problem ist jetzt, es ist relativ wenig drin. In der ersten Folge hatten wir ziemlich coole Stiefel und einen ziemlich coolen Dolch drin. Aber das ändert sich jedes Mal. Wenn wir die Stadt neu betreten. Auf geht's! Jetzt seht ihr, jetzt haben wir zum Beispiel sogar einen Edelstein drin, aber auch nur eine Lederrüstung und ein Schild und das alles nicht so richtig toll, meiner Meinung nach. Es ist die Frage, soll ich das jetzt tatsächlich öfters mal so machen? Einfach rein und rausgehen, bis da was Gescheites drin ist? Oder lassen wir es einfach? Da wird ja wohl zumindest Gold drin sein. Ja, jetzt schaut euch das mal an. Ein Plattenpanzer der Erdresistenz. Das wäre doch schon mal ziemlich geil. Könnte nützlich sein. Könnte nützlich sein. Also das gefällt mir schon mal ziemlich gut. Ich glaube, ich habe auch gespeichert, oder? Au! Tut mir... So. Toll! Und jetzt haben wir doch richtig tolle Sachen. Könnte nützlich sein. Könnte nützlich sein. Könnte nützlich sein. So, gut. So lassen wir das. Mit dem Plattenpanzer, das gefällt mir schon mal ganz gut. Müssen wir zwar noch lernen, aber ja, werden wir noch lernen. So, Feldin Urthmes ist hier drin. Da können wir Mitglied zur Erdgilde werden, sind wir aber schon. Und er erzählt was über die roten Zwergenminen. Bracada hat uns das Land, in dem wir die roten Zwergenmine anlegten, vor einigen Jahren als Lehen überlassen. Das ging so lange gut, bis die Medusen kamen und unser Volk die Minen streitig gemacht haben. Nur die Götter wissen, was für Schrecken dort nun lauern. Die Minen waren im Nordosten Bracadas. Alles klar. So. Und bis hierher habe ich gespielt und weiter noch nicht. So, die wuchtige Axt. Das sieht aus wie, Schmiede. Da ist eine Taverne. Da gehen wir jetzt mal schlafen. Was kann ich euch bringen? Wir mieten ein Zimmer hier. Gute Nacht! So. Und jetzt schauen wir uns nochmal hier um. Feinschmied, Rüstschmied. Das ist nur ein Wächter. Da haben wir jemanden mit richtigen Namen. Das ist gut. Zwergenanführer, Elsdings. Caroline. Okay, das war's wohl. Also reden wir mal mit dir hier. Hi. Besucher von Steinstadt. Es ist eine Weile her, dass wir Besucher wie euch hatten. Willkommen. Der Friedhof. Auf dem Friedhof liegen tatsächlich die Gebeine des Ahnenkönigs, aber dieses geweihte Land wird jeden verfluchen, der diesen Frieden stört. Ich beneute euch nicht um diese Aufgabe. Jedes Grab, das ihr öffnet, wird euch seinen Fluch und wahrscheinlich auch irgendeine andere Falle entgegensetzen. Am besten versucht ihr gleich, das richtige Grab zu öffnen, wenn ihr mit den Graben anfangt. Da ist ein Fehler. Feiertof. Interessant. Wir müssen anscheinend die Gebeine des Ahnenkönigs suchen. Da gibt es anscheinend eine Quest oder so. Wir machten ein Vermögen in den roten Zwergenminen, bis die Medusen kamen. Wir mussten fliehen, bevor sie alle zu Stein verwandelten.
Ohne unsere Minenarbeit verdienen wir fast überhaupt nichts. So sollte kein echter Zwerg leben müssen. Das sage ich euch. Alles klar. Schauen wir nochmal hier rein. Was kann ich euch bringen? Proviant für 20 Tage. Wir haben fast keins mehr, ich glaube. Das holen wir uns auch mal. Es gibt nichts Besseres. Sechster Sinn. Ja, sonst ist da nichts. Alles klar. Dann gehen wir doch mal hier rein. Die besten Rüstungen. Öffne das Inventar. Den Kettenpanzer. Ich glaube, den kannst du verkaufen. Ich glaube, das... Ah, verdammt. Ich schau nochmal nach. Oh, der ist auch kaputt. Genau, da können wir jetzt mal ausprobieren. Ah, nee, das geht nicht. Das ist, wieder ganz. So. Ja, die ist sogar besser hier. Also, die kann auf jeden Fall verkauft werden. Rüstung 6 mit Zauberpunkten. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Dann kriegst eher du das hier. Hast noch ein paar mehr Zauberpunkte. Das darf verkauft werden. Der Ring ausweichen plus 1. Braucht man nicht. Ausweichen ist uninteressant. Das kann verkauft werden. Wunden heilen, ein roter Trank. Die Reagenzien. Den Erzklumpen will ich auf jeden Fall mal behalten. Zwergenachs und ein Zweihänder. Die können auch verkauft werden. Intellekt. Ach ja, genau, ich erinnere mich. Der Zauberstab kann verkauft werden. Schwäche heilen kann verkauft werden. Da weiß ich noch nicht. Da habe ich mir noch nicht überlegt, was wir machen wegen den Tränken. Da bin ich mir noch unsicher. Ich glaube, Rüstung ist mir lieber. Also mehr Rüstung. So, der Dolch wollte mal aufheben. Und diese... Das hier kann verkauft werden wieder. Ja, wie gesagt, da müssen wir mal schauen, was wir mitmachen. Und die Rüstung, die behalten wir auf jeden Fall. Alles klar. Die besten Rüstungen. So, verkaufen. Und das da kauft dann nicht. Ja, okay, das war aber auch klar. Erkennen braucht man nicht. Was hast du zum Anbieten? Ah ja, du hast sogar Plattenrüstungen. Silberner Kettenhandschuh der Magie. Aber ja, im Moment sind wir noch ein bisschen problematisch, ist das mit dem Geld im Moment. Boah, hübsche Kettenpanzer hier. Ja, aber, ja gut. So, du sollst erstmal Platte lernen. So, sehr schön. Dann darfst du nämlich gleich mal die Platte ansehen. Das macht schon mal mehr, viel, viel mehr Rüstung. Im Moment sind wir bei 22 und gleich sind wir dann 38. Also unser Zwerg ist jetzt gut gerüstet, meiner Meinung nach. Das ist aber auch eine Fähigkeit. Ja, Großmeister kannst du nicht werden. Aber bis zum Meister können wir das schaffen. Ich glaube, Großmeister kann nur Ritter werden in der Platte. Aber gut, passt schon. So, dann kann das ja auch noch verkauft werden. Die besten Rüstungen. Verkaufen. So. Bis bald. Und. Kommt wieder. Oh, okay. Was ist das hier? Trinken? Erfrischend. Alles. Oh, da ist auch nochmal. Von hier kam mal, genau. Hier ist dann dieser Rüstungs, der Dings. Was? Da können wir lernen. Axt, Streitkolben, ja, das passt. Soweit alles. Wir können verkaufen. Das, das. Und das müssen wir woanders verkaufen. Danke für euren Besuch. Dann hatten wir das hier. Dann haben wir... Also hier haben wir das Teil. Da drüben haben wir das Teil. Ach, Taverne war das natürlich noch und das ist eine Bank. Da wollen wir ja erstmal nicht hingehen. Okay, das passt ja soweit. Wo geht's hier lang? Nirgends was besonders wichtig wäre.
Erfrischend, okay. Da haben wir nochmal ein Haus. Und ein Wächter. Alles klar. Gehen wir mal in das Haus hier rein. Oh, das ist tatsächlich nur ein Bett. Au. Ups. Okay, das hat jetzt ziemlich wehgetan. Ja, das Fallen entschärfen, das müssen wir unbedingt so schnell wie möglich erhöhen. Da hört man kaum. Und da war noch nicht mal was drin. Super. Okay. Ein blaues Fass, das war Charisma, glaube ich. Und da haben wir nochmal ein blaues Fass. So, sehr schön. Was ist das hier? Das ist die Kriegsakademie. Alles klar. Auch nichts drin. Oh, das ist natürlich beim Aufmachen kaputt gegangen. Ich glaube, ja, ich lasse das jetzt mal. Ohne Fleiß kein Preis. Ah, wir können ausbilden lassen. Sehr schön. Gut gemacht. So. Und du darfst dich auch nochmal ausbilden lassen, Sinaloa. So, passt doch. Lerne Fähigkeit. Nee, geht nichts mehr. Geh mal hier runter. Kein Problem. Du bist einfach nur ein Burger. Sonst ist hier nichts drin, okay. Und hier haben wir viele, viele Tränke. Das ist ja mal cool. Blaues Fass wieder. Ein rotes Fass. Das kriegst du, glaube ich. Nochmal ein blaues Fass. Grün. Was war jetzt nochmal grün? Ah, was sagten meine Unterlagen? Wo habe ich es mir aufgeschrieben? Grün habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Also speichern. Ausdauer. Okay, grün ist Ausdauer. Wie sieht es denn ausdauertechnisch aus? 16, 15, 14, 12. Ja, Sinaloa, du darfst auch mal ein bisschen mehr Ausdauer, schadet auch den Zauberer nicht. Und orange war Intelligenz, das ist auch was für dich. Okay, damit sind wir hier schon mal fertig. Dann können wir hier auch rübergehen. Wieso Das OO kommt wahrscheinlich jetzt gleich, wenn ich den Schrank aufmache. Da hört man kaum. Ups, könnte nützlich sein. Jadeumhang des Schutzes, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ah, wo kann ich denn nur dieses Ausbilden, das Ding ausbilden? Au. So. Ein neuer Streitkolben, der aber nichts bringt. Geld, auch nicht schlecht. Und ein Umhang. Plus Rüstungsklasse. Also, das macht jetzt halt Rüstungsklasse 8 in dem Fall. Du, nee, das lass mal. Du hast ja deine Dingsrüstung an. Du hast noch gar keinen. Kriegst du. Passt doch auch zum Magier, finde ich. Der passt doch ziemlich gut zum Magier. So. Auch nur ein Wächter. Oh, Moment. Ah, ne, das ist nur eine Fackel. Dann speichern und... Wow. Ich glaube, wir sind gerade alle gestorben. Oh Mann, ich dachte gerade, wir öffnen das Ding und kriegen eine Zwischensequenz. Wir sind alle gestorben. Hoppla. Ja. Hoppla, ja. Das sagst du gut. Hoppla. Nee, nee. Wir kommen wieder, sobald wir uns rauslassen. Nee, sobald wir Dings machen können. Sobald wir ein bisschen mehr lernen können, besser entschärfen können.
Gelehrter. Okay. Seltene Sachen und starke Tränke und Gebräue. Nur die besten Zutaten. Alchemie 500. Ah, ja, Großmeister. Ja, das ist immer noch diese Sache, wo ich noch immer noch nicht weiß und immer noch nicht nachgeschaut habe. Ramsch, ja, okay. Alles klar, da ist nicht wirklich was Interessantes drin. So, gehen wir mal hier rüber. Hallo, wie geht's euch? Hier können wir erkennen und reparieren lernen, das passt auch soweit. Verkaufen, du kannst jetzt... Das hier verkaufen. So, okay. Danke. Bitteschön. Nochmal ein Fass, ein rotes Fass. Ja, das kriegst diesmal du. Lass auch mal ein bisschen stärker werden. Sparkshaus haben wir hier. Sparkloderflamme. Hallo, meine Herren. Habt ihr einen Augenblick Zeit, einen alten Zwerg in Not zu helfen? Natürlich. Vor einigen Jahren erlitten wir während Minenarbeiten unserer Steinstadt einen ziemlichen Schock. Die Hexer von Nigon hatten das Meer untergraben, um einen heimlichen Angriff auf Erathia zu starten. Ihre planlose Untertunnelung hat dazu geführt, dass der Boden in der Umgebung von Steinstadt und der alten Hügelgräber auch heute noch stark abgesenkt ist. In unseren Minen haben wir jetzt einen Tunnel entdeckt, der bis nach Nigon führt und von einer ganzen Horde von Troglyten bevölkert wird. Wenn ihr uns helfen könntet, die Troglyten loszuwerden, könnten wir uns mit den Minenarbeiten fortfahren. Werdet ihr es versuchen? Klar. Haben wir schon mal... Ja, ich glaube, wir haben schon mal gegen Troglyten gekämpft. Die waren, glaube ich, noch ein bisschen heftig. Also in den Minen ist so ein Ding drin. Alles klar. Plattenexperte. Plattenrüstungen sind die ultimative Verteidigung. Ah, das wäre gar nicht so schlecht. Aber, 4. Da könnte man jetzt Platten lernen. Das wäre auf jeden Fall schon nicht verkehrt. Wenn wir da das auf 4 kriegen würden, dann hätte man nämlich schon die Erholungszeit verhalbiert. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Bei dir fehlen ja leider noch ein paar XP. Aber auch nicht mehr so viel. Ja, da kommen wir, glaube ich, bald wieder, glaube ich. So, da haben wir noch Gizmos. Reparieren-Experte. Ja, auch nicht schlecht. Das wäre natürlich auch gut, wenn wir das mal lernen würden. Okay, dann sind wir hier fertig. Gehen wir mal hierher. Wo geht's denn hier hin? In die Meistergilde der Erde. Willkommen in der Erdgilde. Können wir Zauber kaufen. Stein zu Fleisch wäre natürlich nicht schlecht, vor allem wenn man es dann mit den Modusen hat. Aber eik teuer halt. Ja, okay. Dann können wir mal hier hochgehen. Und hier reingehen. Erfrischend. Wächter nur. Ah, wieder eine Truhe. Hehehe. Ja. Ich glaube, die ganzen Truhen, das bringt nichts. Wir müssen Experte im Fallen entschärfen werden. Sonst, gerade hier in der Stadt. Okay, Thronsaal. So, die Herren von Hammondale, ja. Ich bin König Hothfar, der 9. Herrscher von Steinstadt. Was wollt ihr? Rettung der Zwerge. So, die neuen Herren von Hammondale stellen sich vor. Beeindruckt mich nicht. Ich bezweifle eh, dass die anderen Könige viel von euch halten. Ihr bleibt wahrscheinlich auch nicht lange am Leben. Aber vielleicht steckt doch mehr in euch, als es den Anschein hat. Ja, vielleicht könnt ihr etwas für mich tun. Genauso wie ich für euch. Medusen sind in unsere Mine im östlichen Brakada eingefallen. Haben einige meiner Männer in Stein zu Stein verwandelt. Sind ziemlich gefährliche Monster. Ich will keine Leben mehr.
bei einer Rettungsaktion aufs Spiel setzen. Bei euch wäre das aber nicht so schlimm. Nehmt dieses Elixier und beträufelt die Statuen damit. Weckt sie auf, dann lasse ich euer Schloss reparieren und euch respektieren. Geht jetzt und hütet euch vor den Greifen in Barakada. Okay, der hilft uns also tatsächlich nur, wenn wir ihm helfen. Irgendwie war das aber auch klar. So, wen haben wir hier noch? Streitkolben-Experte. Für 2000 könnten wir jetzt machen. Wäre gar nicht so schlecht eigentlich. Sind wir wirklich schon auf 4? Sind wir da auf 4 hochgegangen? Aber 2000 Gold? Ja, ich lasse es erstmal. Ich komme gleich wieder. Wir schauen uns noch das Ding an. Vielleicht finden wir ja andererseits 2000. Ja, mehr als 2000 wird das Ding auch nicht steigern. Andererseits, ja doch. Wir machen das jetzt einfach mal. Oh, war sonst noch jemand da drin? Da war noch jemand drin. Kondition-Experte. Fähigkeitswert 4 und 500. Das ist ja ganz in Ordnung. So. Wie sieht's jetzt aus mit dir? Wir sind Experte im Streitkolben. Das heißt, die Fähigkeitswert wird zum Schaden addiert. Das heißt, du solltest jetzt da ein bisschen mehr Schaden machen. Also 4 mehr Schaden machen eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, das kann ich ja nochmal nachschauen. Also jetzt ist es im Moment 12 bis 18. Alles klar. Selins Haus und Kenetscher Ding. Und nochmal ein blaues Fass. Okay, wer bist du denn? Selene Falkenblick. Ein Elf? Okay. Speergroßmeister? Anscheinend gibt es in der Nähe jedes Friedhauses und jeder verschollenen Begräbnisstätte ein Geisterhaus und unseres ist da auch keine Ausnahme. In der Nähe eines Hügels im Nordwesten steht ein altes Landhaus. Mit ziemlicher Sicherheit spuckt es da. Ja, haben wir schon gesehen. Axtmeister? Aha. Okay, und das war das hier. Dann gehen wir hierher, dann haben wir hier noch Tyns Haus. Falschen Experte, auch nicht schlecht. Auch 2004 brauchen wir. Okay. Und alles klar. Und du bist Erdmagie-Experte. Meisterin Erdmagie. Und die Statuen, als die Medusen uns die roten Zwergenmine genommen haben, haben nicht alle mehr fliehen können. In den Minen stehen immer noch mehrere Statuen. Sie können noch gerettet werden, wenn nicht jemand die Statuen zerstört hat. Dafür müsst ihr euch allerdings durch die Medusen kämpfen. Da habe ich schon ein bisschen Bedenken, wie gut das laufen wird. Lässt du mich eigentlich jetzt... Warum lässt... So, da sind wir jetzt wieder hier. Dann gehen wir noch... Dann gehen wir noch hier durch. Spurensucher, Goldschmied, Lehrer, Wächter und du bist wahrscheinlich... Ah, ne. Haben wir nicht schon mit dir geredet? Nee, mit dir haben wir noch nicht geredet. Besucher von Steinstadt, es ist eine Weile her, dass wir Besucher wie euch hatten. Willkommen. Während des Krieges haben die Hexer Beziehungen zu merkwürdigen Kreaturen gehabt, die sich die Greganer nannten und in den Bergen südlich von Alweh lebten. Es ist unmöglich, über das Festland dorthin zu gelangen. Deshalb gruben sich die Hexer einen Tunnel unter dem Meer, der von ihrer Insel bis in das Heim der Greganer führt. Die Greganer haben wir ja auch schon kennengelernt in Teil 6. Obwohl die Hexer eigentlich Diener der Dunkelheit sind, sind sie normalerweise nicht gewalttätig. Sie verteidigen sich zwar, wenn sie angegriffen werden, aber sie werden keinen Kampf anfangen, wenn ihr das nicht tut. Man kann eigentlich ganz gut mit ihnen reden und sie nehmen ihre Geschäfte ernst. Ich habe Geschäftsbeziehungen mit ihnen immer als angenehm empfunden. Okay.
Kann man hier durchgehen? Nee, aber da oben scheint tatsächlich was zu sein. Also da geht auf jeden Fall ein Gang weiter. Oh. Guten Tag. Gefällt euch unsere Stadt? Sie ist nicht nur ein Loch im Boden, sie ist ein Heim im Boden. Schon seit Jahrhunderten arbeiten Zwergen in diesen Bergen. Viel gibt es hier für Minenarbeiter nicht mehr zu tun und das bisschen Arbeit, das es noch gibt, findet in immer weniger stabilen und unsicheren Tunneln statt. Seid vorsichtig, wenn ihr in die unteren Ebene eindringt. Alles klar. Ja, da geht's wahrscheinlich in das Ding rein, oder? Ja, schauen wir erstmal, was geht hier her. Tempel des Steins. Wie kann ich euch helfen? Hier können wir uns heilen. Und Falschen lernen. Ausweichen, Kampfkunst, ja, okay. Passt auf euch auf. Alles klar, und hier geht's dann wahrscheinlich in die Minen runter. Knopf, ja. Hier geht's in die Minen herunter. Da werden wir wahrscheinlich das nächste Mal dann hingehen. Ich muss mal schauen, wo man Falle entschärfen auf Experte bringen kann, weil das ist eine Sache, die ich eigentlich sehr, sehr gerne noch machen würde. Lernen würde ich auch sehr gerne noch steigern. Muss ich auch mal schauen, wo es gibt, wo man es noch lernen kann. Ja, und dann schauen wir mal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.